Hi ho und willkommen zurück bei lieben Zuschauer zu Okami HD, der Steam-Version. Ja, hatte eine kurze Pause eingelegt von einem Wochenende, weil ich keine Power hatte aufzunehmen, deswegen geht's jetzt weiter nach dieser kleinen Pause. Ich muss mal ganz kurz rekapitulieren, wo wir aufgehört hatten. Das war im Unterwasserpalast. Hier haben wir uns bereits alles angesehen gehabt, bis auf das, was hinter dem Fahrstuhl liegt. Ja, hier unten gab es nicht sonderlich viel und da oben gab es auch gerade nicht viel. Deswegen fahren wir jetzt einfach mal mit dem Fahrstuhl hoch und gucken mal, was die tolle Drachenpriesterin hier zu sagen hat, warum ihr Wasserdrache auf Rampage ist. Ja, da ist ja auch schon und da gibt's Cutscene. Willkommen, ihr beiden. Willkommen im Drachenpalast. Ihr seid jetzt im Königreich der Drakonier. Ach nee. Es kümmert mich nicht, wer oder was du bist. Ja, Isun. Ich bin nur an der Dame, die dort oben auf ihrem Hinterteil sitzt, interessiert. Sie ist eure Anführerin, stimmt's? Oh, Isun ist wütend. Rote Dampfwolken. Nun, wir haben ein paar Worte mit ihr zu bereden. Ja, das bin ich, Otohime. Herrscherin des Drachenpalastes und Anführerin der Drakonier. Anführerin der Drakonier, Otohime. Ja. Isun ist nun mal Isun. Oh, hallo, Schöne. Wir wollten euch etwas fragen. Ihr kennt den Wasserdach, der seit neuestem Amok läuft? Er steht unter eurer Kontrolle, richtig? Nur warum nehmt ihr das Ding nicht an die Leine? Warum habt ihr eure Gesandten geschickt, um uns holen zu lassen? Seid ihr wirklich so verzweifelt? Die Drakonier sind bereit, alles zu tun, was immer auch getan werden muss. Aber Terrasse, Ursprung alles Guten und unserer aller Mutter. Du bist kein Pinselgeist, oder? Was zur Hölle? Du weißt über Ami Bescheid? Der Wasserdach ist unsere Schutzgottheit und der Wächter der See. Er bewahrt den Frieden, indem er das Chaos beseitigte, wo immer es auch sein Haupt erhob. Aber das alles änderte sich vor ungefähr einem Monat. Hey. Die Uni-Insel, der finstere Ort aus uralten Legenden, erschien plötzlich. Das Böse strömte in die See und fing an, den Drachenpalast zu belagern. Wir mobilisierten unsere Truppen für die Schlacht, aber der Feind war zu stark. Der Großteil unseres Reichs fiel in die Hand der Kräfte der Finsternis. In diesem Augenblick erschien der Wasserdrache mit überwältigender Stärke, verjagte er die feindlichen Kräfte. Aber der Anführer der Feinde, der Herr der Finsternis, hat unvorstellbare Kräfte. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da unten sind noch zwei. Da sind es 9, okay. Außer ich verzähl mich gerade. Ne, es sind 9. Orochi hat nur 8 Köpfe. Hat unvorstellbare Kräfte. Der Wasserdrache wäre beinahe bei ihrem Zusammentreffen umgekommen. Seine Wunde war so tief, dass er sich in eine unkontrollierbare Wut flüchtete. Die Kräfte der Finsternis begannen dann, sich aus der See zurückzuziehen, dieses Chaos in die Gewässer vom rasenden Drachen geplagt hinterlassend. Also wollt ihr damit sagen, dass die Kontrolle über den Wasserdrachen... Wir hatten niemals die Kontrolle über den Wasserdrachen. Er ist unsere Schutzgottheit. Aber nun bedroht uns sein Wahnsinn genauso wie alle anderen. Ihr macht wohl Witze. Der Wasserdrache soll doch die Sperre um die Uni-Insel zerstören. Welche Hoffnung bleibt uns doch, den Feind anzugreifen, wenn er uns nicht hilft? Es stimmt, es gibt kaum noch eine Hoffnung. Es scheint, dass alles so verläuft, wie der Herr der Finsternis es geplant hat. Ja. Gehen wir nach Hause. Nein, können wir leider nicht. Möchtest du noch einmal ihrer königlichen Majestät zu hören? Oder ihm noch einmal zu hören, ja. Der Wasserdach ist unsere Schutzgottheit und der Wächter der See. Er bewahrt den Frieden, indem er das Chaos beseitigte, wo immer es auch sein Haupt erhob. Aber das heißt, änderte sich vor ungefähr einem Monat. Ja, die Uni-Insel erschien plötzlich, das Böse strömte. Ja.
Dann kam der Wasserdrache. Das kennen wir doch gerade alles schon. Oh, ja, die Wut. Nö. Mann, wir brauchen nicht den ganzen Kram noch einmal zu hören. Wir können ohne den Wasserdrachen nicht die Sperre um die Uni-Insel zerstören. Yumiko hat so lange und impulsiv gebetet, um diese Position der verdammten Insel herauszufinden. Aber jetzt kommen wir nicht auf die Insel drauf. Komm schon, Ami, du bist ein Gott, oder? Hast du nicht noch irgendeine Geheimwaffe in der Erde versteckt? Bitte warte. Es ist wahr, dass wir nicht den Wasserdrachen kontrollieren können, aber es gibt noch eine Möglichkeit, um seine Macht zu nutzen. Wirklich? Warum sagt sie uns das nicht? Es ist ein allerletzter Ausweg und sehr gefährlich. Und leider übersteigt er unsere Macht. Darum haben wir nach dir rufen lassen, Amaterasu. Ihr wollt wahrscheinlich, dass wir dem Drachen eine Leine anlegen, was? Nun, wir werden auf keinen Fall so etwas Verrücktes tun. Nicht, dass es nicht, dass wir es nicht könnten, stimmt's, Ami? Ich meine, Orca könnte uns bestimmt aushelfen, stimmt's? Diese Verzweiflungszeit ist folgende. Du musst die Drachenkugel zurückholen. Drachenkugel, was ist das? Ihr sagt also, dass wir uns nicht um den Wasserdrachen zu kümmern brauchen und stattdessen diese Drachenkugel suchen sollen? Hört sich nach einem Kinderspiel an. Ich meine, wir sind professionelle Schatzjäger. Wir kennen bereits den Aufenthaltsort der Drachenkugel. Sie befindet sich im Bauch des Wasserdrachen. Du musst den Körper des Wasserdrachen betreten. Wie war das? Die Drachenkugel ist die Essenz der Macht des Wasserdrachen. Mit ihr könnte ich Otohime mit Leichtigkeit die Sperre zerstören, welche die Odi-Insel umgibt. Wirst du den Wasserdrachen durch seine geöffneten Kiefer betreten und die Drachenkugel, die sich tief in seinem Bauch befindet, zurückholen? Mit ihr könnte ich die Sperre zerstören, die die Odi-Insel umgibt. Warte mal einen Moment. Ja, wir sollen uns fressen lassen, die Sonne. Wir sollen so eine Kugel aus dem Bauch des Wasserdrachen holen gehen. Seid ihr bekloppt? Das ist die einzige Möglichkeit, die bleibt, um die Sperre der Uni-Insel zu durchbrechen. Wirst du den Wasserdrachen durch seine geöffneten Kiefer betreten und die Drachenkugel, die sich tief in seinem Bauch befindet, zurückholen? Mit ihr könnte ich die Sperre zerstören, die die Uni-Insel umgibt. Warum mal ganz langsam. Ich habe mir es zur Angewohnheit gemacht, zu einem hübschen Gesicht niemals Nein zu sagen. Aber wenn meine Chefin Nein sagt, dann kann ich nichts dagegen tun. Nun, Chefin, werden wir ihr helfen oder nicht? Ja, so sei es. Nur die Chefin hat gesprochen. Aber Ami, oh Gott, Amaterasu, dein Mitgefühl ist wirklich so tief wie die See. Und du triffst deine Entscheidung. Und ja, von wegen, wir müssen halt Ja sagen, damit das Spiel weitergeht. Dieses Amulett wird dir Zugang zum Garten des Wasserdrachen ermöglichen. Ja, ihr Muschelamulett. Garten des Wasserdrachen? Das ist richtig, der Wasserdrache hat sein Lager im Garten des Palastes aufgeschlagen. Hier in diesem Palast? Dieses Ding lebt hier? Ja, das tut er, aber er wird uns nicht angreifen, solange wir ihn in Ruhe lassen. Ich bezweifle, dass wir lebend rauskämen, wenn wir sein Lager betreten würden, aber ich glaube fest daran, dass er mit Amaterasu die Drachenkugel wiederholen kann. Ich werde für eure sichere Rückkehr beten. Aha. Sieh dir diese Bescherung an, in der wir jetzt stecken. Warum willst du den Leuten immer helfen? Ach, vergiss es, lass uns die sperrende Kugel holen gehen. Der Garten des Wasserdrachen sollte hier irgendwo in der Nähe sein. Ja. Wir müssen Ja sagen, Isun, weil sonst geht das Spiel nicht weiter. Es wäre doch blöd, wenn das Spiel nicht weitergehen würde. Oh, du hast ein Muschelamulett. Also hat Odo mich nicht akzeptiert. Vergib mir mein schlechtes Benehmen, du kannst passieren. Könnten wir auch die andere Seite passieren? Eine Runde baden gehen vorher. Vielleicht schmecken wir dann besser. Oh, du hast ein Muschelamulett. Also hat Odo mich nicht akzeptiert, ja. Weit hinten befindet sich die berühmte Quelle. Es ist ein Ort der Erholung für uns Drakonier, aber seit der Wasserdrache so lange im Palast aufgeschlagen hat, fließt die berühmte Quelle nur noch wie ein Rinnsal. Seitdem versucht die Drachpalast-Tanzgruppe jeden Tag das Wasser wieder hervorzulocken. Aha, Tanzgruppe, okay. Ihr mich auch?
Ein Bullenhorn. Die Säule müsste ich doch reparieren lassen, oder? Jo. Ich muss sie nur hoch genug malen. Dann komme ich auch schon an die verstreute Perle ran. Tacht. Tänzerin, du bist eine Frau? Schieß hervor, hervor, lololo. Kommt das nur mir so vor oder sehen die anderen was anderes? Der Wasserdorf verursacht Chaos, seitdem er sich ein paar Last niedergelassen hat. Er steigt zu laut und jedes Mal, wenn er sich bewegt, gibt es ein Erdbeben. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber unsere Swirly-Wirly-Quelle ist ausgetrocknet. Was? Uns Mädchen von der Tanzgruppe hat man befohlen, den Wassertanz aufzuführen, aber dieser Tanz bringt keine Quelle wieder zum Sprudeln. Nein, ich sage, wir müssen durch das Gestein unter der Quelle gelangen. Wenn wir auf Wasser treffen, würde das die Quelle wieder zum Sprudeln bringen. Wenn jemand helfen würde und ein Loch dort griff, wo die Quelle war. Ah. Oh. Warum gibst du diese ausgedruckte Quelle, Hündlein? Hoffst du Wasser zu finden? Wenn du durch das Gestein unter der Quelle gelangst, du musst eine gute Nase haben. Das hatte ich mir auch gedacht. Komm schon, Hündlein, hilf mir, unter die Quelle zu graben. Wir werden sehen, ob wir durch das Gestein kommen und die Quelle wiederbeleben können. Oh, nö. Okay, dann los geht's. Okay, dann, ich werde dir erklären, wie wir uns durchgraben werden. Jedoch, ich nehme mal an, dass du meist ganz gut im Buddel bist. Was, wenn ich unten am tiefsten Gestein bin, dann werde ich so hart zuschlagen, wie ich kann. Du brauchst dich nur aufs Graben konzentrieren und mich nach unten zum tiefsten Punkt zu bringen. Kapiert oder soll ich das nochmal erklären? Nicht nötig. Großartig, enttäuscht mich nicht. Oh, Mama Mia, jetzt geht das wieder los. Was, ernsthaft? Hallo? Au. Och. Ganz ehrlich, wie ich das wirklich nicht leiden kann. Und ich kann nicht mal zoomen. Das ist etwas, was ich an dem Grabespiel am wenigsten leiden kann. Und erstmal, ich krieg dich mal den scheiß Sand kaputt geschnitten. Ja, danke. Ah. Wie nett, dass ich da eine Bombe platzieren darf. Au. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich jetzt weitermachen soll.
Nochmal von vorne. Also schön und gut, dass ich hier runterfalle. Nein, ich wollte eine Bombe. Willst du mich verarschen? Muss mir dringend merken, Sand kriege ich nur so weg, indem ich ihn wegspringe. Die Felsen kann ich komischerweise zerhacken. Die da. Mhm. Was sagt die Hilfe, Kuh? Nichts, was mir hilft. Okay. Hallo? Ja. Okay, ich muss jetzt hier weitermachen. Nein, ich komme da nicht hoch. Okay. Verliere nur zu viele Sekunden. Wahrscheinlich habe ich schon viel zu viel verloren. Und hier darf ich keine Bombe platzieren, weil das Spiel pingelig wie Sau ist. Was soll denn das? Okay, nochmal von vorne. Ich habe es irgendwie gerade nicht vermisst, muss ich ehrlich sagen. So, hier bitte sprengen. Hä? Also, sag mal, du willst mich veralbern. Warum kann ich da keine Bombe platzieren? Da drüben echt keine Bombe platzieren. Ich glaube das nicht.
Ach man, Spiel, sei doch mal sozial, ey. Seht ihr, dass ich fühle mich gerade richtig verarscht? Ich will hier eine Bombe platzieren, aber das Spiel sagt nein. Genau. Das Gemeine ist, ich muss hoch und wieder runter. Ich versuch's noch einmal, dann gebe ich's auf. Genauso eklig, dass ich hier nicht reinkomme in die Lücke und keine Bombe da setzen darf. Und es mir trotzdem die Tinte abzieht.